Das war gerade Danny, unser Backliner. Ich weiß noch, am ersten Auftritt, als er von uns, also er hat uns einmal im Vorprogramm von Element of Crime gesehen und hat im Nachhinein mal erzählt, also da war er als Besucher, also das war das Schlechteste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh! Nein! Und dann hat er uns nochmal im Gebäude 9 besucht in Köln. Dann hat er gedacht, also nicht mehr das, sondern so, Mann, die könnten echt jemanden brauchen, der in die Gitarren stimmt. Und dann hat er das erste Mal gearbeitet, emotional gearbeitet, also gegen Geld, aber trotzdem emotional gearbeitet. Und dann meinte er, ja, Thies, möchtest du auch, dass ich, wenn ich die, euch die Gitarren bringe, dass ich so laufe? Wie man eben gesehen hat, habe ich Nein gesagt. Danny, Sie machen mal einen Applaus, unser allererstes großer Platz für dich reserviert. Schlecht.